Eine Serie, sehr, sehr empfehlenswert von Doktor. Ist er Doktor? Doktor. Dr. Knopp. Dr. HC, Dr. Knopp, Dr. Guido Knopp. Heute Abend lief Winfried Wagner. Ganz genau. Also Winfried, nein, Winifred. Winifred. Lief heute Abend. Ich schaue es mir gleich noch an. Ich meine, ich habe es natürlich aufgezeichnet. Ja. Um es zu sagen, Moment. Stopp. Erziehung ist in diesem Zusammenhang sehr wichtig. Und das ist übrigens, das habe ich hier im aktuellen Spiegel gelesen. Petra Gerster und ihr Mann Christian Nürnberger haben jetzt ein Buch geschrieben über Erziehung. Mhm. Und das ist im Gespräch auch gelesen? Ja. Ja, und das ist eigentlich, ich glaube, das Buch wird ein Bestseller. Petra Gerster und ihr Mann werden demnächst zu diesem Buch, mit diesem Buch und über ihr Buch hier bei uns zu Gast sein. Ja. Und was sind die zentralen Thesen dieses neuen Erziehungsmodells? Vernachlässigt die Kinder nicht. Vernachlässigt die Kinder nicht. Nee, ich meine die neuen Thesen. Ja, es gibt keine neuen Thesen. Doch, in diesem Buch. Von Petra Gerster? Ja, und Christian Nürnberger. Hast du es gelesen? Ja, wo denn? Es gibt's ja noch nicht. Hier im Spiegel zum Beispiel, da wird eine Szene beschrieben und das hat mich zum Beispiel sehr, sehr aufmerksam gemacht. Ja. Folgendes. Ein Kind von Petra Gerster geht in die Schule. Das ist schon mal gut. Das machen schon mal viele nicht. Ja, weil einer muss das Geld nach Hause bringen und nein, Kinder gehören in die Schule. Und natürlich sind da wieder andere Kinder, wo die Eltern sich nicht so drum kümmern. Und was haben die? Ein Gameboy. Ein Gameboy. Und das Kind von Petra Gerster hat kein Gameboy. Beziehungsweise das Kind von der Freundin von Petra Gerster. Noch schlimmer. Das Kind von der Freundin von Petra Gerster hatte kein Gameboy. Ja. Pädagogisch wünschenswert. In der Klasse natürlich sehr schwierig. Die anderen Kinder, man weiß, wie man früher war. Hey, hat jemand ein Gameboy? Das Kind bringt sich um. Heult. Heult. Nee, das Kind hat in der Schule erzählt, ich habe auch ein Gameboy und ich kann alles noch besser als ihr. Muss man sich vorstellen, das Kind wird gezwungen durch Druck von kommerziell versaubeutelten Kindern zu behaupten, es hat auch ein Gameboy, ja. Hat aber gar kein Gameboy. Ganz genau. Lüge. Eine ja. kleine Lüge und wir alle wissen, dass es aus einer kleinen Lüge werden kann. Das Kind geht nach Hause. Und was sagen die Eltern? Und das ist das Interessante. Ja, erstmal sagen die anderen Kinder, wir glauben nicht, dass du einen Gameboy hast, bring den mal mit. Bring mal mit, ja. Und dann? Dann sagt die Mutter, na okay, ich kaufe dir einen, dass du ihn vorzeigen kannst, sperre ihn aber danach weg. Und das ist, glaube ich, im Sinne von Rudolf Steiner. Die Mutter kauft einen Gameboy, damit das Kind in der Schule den Gameboy vorzeigen kann. Die anderen Kinder sagen, hey, hast du doch einen Gameboy, kannst du wieder mitspielen? Und wenn das Kind mit dem Gameboy nach Hause kommt, weggesperrt. Das ist für mich sehr gut. Ja. Das kann man ja auch weiter betreiben, wenn das Kind älter wird. Zum Beispiel, Kind darf ja keine Cola trinken. Ja. Du merkst, wie juristisch einwandfrei formuliert. Ich sage nicht, welche Cola, ich sage einfach, Kinder sollten keine Cola trinken. Ja. Damit bin ich medizinisch auf der richtigen Seite, auch juristisch, glaube ich. Auch Cola-Hersteller würden sagen, Kinder sollten keine Cola trinken, erst später, wenn sie rauchen oder so. Ja? Und wenn zum Beispiel ein Kind gehänselt wird auf dem Schulhof, weil es keine Cola trinkt, dann würde ich als Vater in die Schule fahren, dem Kind eine Cola geben und wieder ausspucken. Ja? Nur trinken, aber dann gleich wieder nicht schlucken. Wie Präsident Clinton früher, ja? Mit Marihuana. Nein, ich meine Marihuana. Ja? Er hat es nur gezogen, aber nicht inhaliert. Und das Kind sollte dann vor den anderen Kindern Cola trinken, aber nicht trinken, sondern ausspucken. Und später dann auf Partys. Der ist noch gar nichts mit Mädchen. Kurz, aber nicht. Ohne das Kind zu schützen. Ja. Verstehst du? Aber nicht. Ja. Gameboy, Cola, Sex. Genau. Das ist die Reihenfolge, die Eltern beachten müssen. Und man kann froh sein, wenn es diese Reihenfolge bleibt. Was wird noch gesagt? Dass Kinder im Hause Herr Gerster werden die Kinder, die zu Besuch sind, miterzogen. Das ist auch eine feine Sache. Wie geht das? Naja, wenn die gelten dann als unerzogen, dann werden die da miterzogen. Ja, es sind aber vorwiegend die Kinder von 68ern, die nicht grüßen. Ja, stimmt. Mhm. Keine Manieren haben. Ich sage dir, das Buch wird ein Bestseller. Ich lese es, sobald ich es habe, lese ich es ganz. Die Globalisierung ist im Grunde so etwas Ähnliches wie früher das Wettrüsten. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Situation der Familien hat sich verschlechtert.
Ja, ja. Und Schüler sollen Senioren Computerhilfe geben. Ja, das. Und das ist eine wirklich tolle Idee.